Aufmerksamkeit bitten. Also ich freue mich riesig, dass so viele Leute da sind. Und ja, Seniorenmesse heute, Seniorentag. Der Tag gehört Ihnen. Und Sie dürfen sich hier im Bürgerhaus umschauen, informieren, bei allen Mitmachangeboten auch natürlich mitmachen und sich die Vorträge anhören und sich einfach umfassend informieren, was POING für Sie zu bieten hat. Ich möchte nur ganz herzlich begrüßen den Herrn Bürgermeister Hingel, der spricht nach mir, dann die Frau Rauscher, Landratsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, okay. Die Frau Stör, das ist die Seniorenbeauftragte des Landkreises Ebersberg. Und ansonsten noch, ja, Sie natürlich und alle Mitwirkenden. Das ist die Freiwilligenagentur, die Nachbarschaftshilfe, das Seniorenzentrum, der VDK, der AWO-Ortsverein, die Gemeinde Pulling natürlich und das Familienzentrum. Also wir gestalten für Sie diesen Tag heute. Und noch ein kleiner organisatorischer Hinweis, die Vorträge gehen nahtlos ineinander über. Also das heißt, wenn Sie sich unterhalten wollen, dürfen Sie dann weiter draußen machen, wenn Sie den nächsten Vortrag nicht anhören wollen. Gell? Damit das Publikum schnell wechselt, damit der nächste Referent anfangen kann. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag hier heute, einen informativen Tag vor allen Dingen.